Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Beim letzten Mal haben wir ordentlich verkackt. Und zwar mehrfach in Folge. Das war super. Heute versuchen wir das Ganze irgendwie ein bisschen besser hinzukriegen als noch beim letzten Mal, weil, ne, muss ja nicht sein. Ja, es klappt schon super mit... Alter, was sind das schon wieder für Frame-Einbrüche? Meine Güte, hallo Spiel! So, vielleicht muss der auch jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen was laden. Ich habe keine Ahnung. Manchmal, ne, verhält es sich so wie Minecraft. Unverständlich. So, nichtsdestotrotz, wir müssen leider Gottes da doch nochmal irgendwie durch, müssen unsere Seelen nochmal holen, was ja auch nicht wenig ist. Hier können wir nicht wirklich viel machen, weil wir haben keine Feuerbombe mehr. Ne, haben wir nicht. Das heißt, hier da. Geht einfach weg. So. Soweit, so gut. Die Dinger kann ich ja einfach so zerstören, weil ich habe kein Flammenschwert. Aua. So. Okay. Einfach mal weg. Nicht, dass hier irgendwer noch eine Feuerbombe wirft und ich mir dann denke so, na, nö, muss doch jetzt nicht sein, ne? So. Warte. Haben wir auch. Sehr schön. Dann kümmern wir uns jetzt um die anderen hier. Estus nehme ich jetzt noch nicht. Dich da mal eben schnell erledigen oder auch nicht, weil Big Mommy kommt. Big Mommy immer ätzend. Und sie gibt mir einen ordentlichen Blutungseffekt, worauf ich gerne verzichten kann. Und warum auch immer mich beim letzten Mal hier noch der Griff von ihr erreicht hat, ist mir immer noch ein Rätsel. Ne? Ich war ungefähr so weit weg wie jetzt gerade und es hatte mich ja erwischt. Ich weiß nicht warum. Aber auch heute habe ich nicht mehr die Probleme mit der Kamera. Beim letzten Mal hatte ich ja irgendwie so ein... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Weißt du, egal wie ich die Kamera gedreht habe, es wurde in meinem Verstand einfach nicht klar, wie ich dann irgendwie die Kamera drehen muss, damit sie sich so und so verhält. Es war ganz kurios. Heute, kein Problem. Easy. Ihr seht ja auch, wie easy ich hier die Gegner hier wegschnetze. Ja, das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Es war vielleicht einfach nicht mein Tag. Ich habe keine Ahnung. Ah, ist ja eine tolle Heugabel hier. So. Wir müssen auch noch da hinten über die Brücke lang, aber halt erst, wenn ich hier dann fertig bin, soweit. So, hier haben wir das dann. Okay. Ich glaube, wir sind dann soweit, dass wir hier weitergehen können. Wie gesagt, glauben ist nicht wissen. Hier war keiner. Das ist einer. Kann ich auch schon im Vorfeld anvisieren, was ich immer wieder gerne vergesse. Oh, da hat was gedroppt. Kommt mal runter hier. Oder komm du ran, das ist auch okay. So. Also ihr seht, im Moment mache ich das ohne große Probleme. Ich stempel das einfach mal ab unter, es war nicht mein Tag. Okay. Du auch nochmal, weil es so schön ist, nur um sicher zu gehen. Geht doch. Easy. Gar kein Problem, nein im Ernst. Ich weiß nicht, was ich beim letzten Mal hatte. Ich glaube, solche Tage hat jeder mal. Rede ich mir zumindest mal ein. So, castet die da hinten schon? Natürlich. Castet auch schon ordentlich gegen die Wand. Hallo. Komm ran auf den Meter. Ich will nicht in den Effekt hier reinlaufen. So. So viel zu dem Fuig. Ach, shit. Kann ich jetzt tatsächlich mal hier so was nehmen?
Also nichts. Arbeiterhandschuhe ist ja immer ganz nett. So, und jetzt springen wir runter da. Uah. Du sollst da runterspringen. Bisschen aufpassen hier wegen dem Ding. Da kommt dann so ein Hammerfreak da durch. Hallo, Big Mommy? Es will nicht. Oder es will dann, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Oh. Ich mag da jetzt gar nicht hochgehen, ne? Ja, shit. Muss hier weg. Nein, nicht Fallschaden. Nein, der Fallschaden. Nein. Ich hätte gedacht, es macht ein bisschen weniger Fallschaden. Oh. Ich verstehe auch nicht, warum sie jetzt da nicht runtergesprungen ist. Vorher ist sie da jedes Mal immer runtergesprungen. Wenn sie dann sieht, oh, Gegner ist unter mir. Aber jetzt, KI sagt nö. Wenn KI sagt nö, ist halt immer... Alter, hast du nicht getan. Sag mal, was soll denn das hier? Du kannst mich doch nicht einfach aufspießen. Na gut, kannst du schon, sollst aber nicht. Also nochmal. Wir kriegen das schon noch hin und heute kommen wir auch mal weiter. Zumindest bis zum Leuchtfeuer. Das ja von dem Punkt aus nicht wirklich weit weg ist. Nee, im Ernst, es ist nicht weit weg. So. Einmal zack. Und nochmal zack. Hallo? Vorsicht, Big Mommy. Okay, Big Mommy castet nur. Ah, shit. So, getrunken ist. Ich will hinter dich gelangen. Und jetzt aber. Geht doch. Nix mit Buchhauen hier. Oh, jedes Mal gegen einen dieser Viecher ist immer wieder eine Qual. Jedes Mal. So, hier steht doch auch noch einer um die Ecke. Da, der bewegt sich jetzt auch. Oh, der hat doch was getroppt. Ein vollen Edelstein. Oh, das ist natürlich nett. Ich würde mir theoretisch gerne halt auch nochmal sowas machen wie eine Feuerwaffe oder eine Blitzwaffe oder wie auch immer. Muss man halt mal gucken, wann. So, dann lass mal den Spinner da hinten ankommen. Ja, ich rede von dir da hinten. Komm her! Ja, geht doch. Er ist so lahmarschig. Noch langsamer als ich mit meinen schweren Schlägen hier. Nix da. Meine Güte. Können aber auch manchmal nerven hier. Kleinen Wichtel. So, einmal eine schwindende Seele, nehme ich immer wieder gerne. Es ist immer alles ein paar Seelen, die so ein bisschen meine verlorenen Seelen wieder wegmachen. So. Einmal kurz zurück, einmal kurz heilen. Hier in der Lücke sind wir schon gewesen, ne? Jep. Da waren wir schon, okay. Ja, links in dem Gebäude waren wir auch drin. Hier ist der Hammer Guy. Finde ich voll Hammer. Oh.
So. Ah, shit. Jetzt aber. Komm runter da. Du weißt, dass du runterkommen willst. Also komm. Hallo? Sie steht da auf der Abgrund. Komm runter da. Habe ich irgendwas zum Hochwerfen? Wenn ich jetzt ins Menü gehe und die runterkommt. Hier, Wurfmesser. Aha, geht doch. Was? Kein Backstab? Penner. Pin. Oder Penner, ich weiß es nicht ganz genau. Ein bisschen aufpassen tue ich ja dann doch noch. Na komm. Dann nicht. So. Geht doch. Warum redest du noch, wenn du schon tot bist? Ich habe keine Ahnung. So, hier war jetzt, meine ich, aber nichts weiter. Nee. Dann erreichen wir jetzt zumindest gleich endlich mal das Leuchtfeuer. Das ist ja schon ein halber Traum. Einmal hole ich meine Seelen von da oben. Das sind ja auch wieder 5000. Dann können wir eben schnell zum Leuchtfeuer. Dann holen wir uns die NPC-Invasion. Und dann mal gucken. Erstmal die NPC-Invasion wieder überleben. Eine kleine Titanitscherbe, die kommt mir auch immer sehr gelegen. Dann können wir unser Claymore irgendwann nochmal aufbessern. Bei Gelegenheit. So. Muss immer wieder überlegen, ob hier noch irgendwo was war. Ich glaube, hier vielleicht nochmal so eine Seele. Irgendwo. Auch nicht. Aber trotzdem wird erstmal alles zerstört. Alles. So, der da. Der soll mich nicht nerven. Besonders nicht wegen der Kristallechse hier. So. Okay. Wenn ich jetzt hier hochgehe, habe ich, glaube ich, nichts weiter. Oh Gott, war hier nicht noch was? Warte, da muss ich gleich nochmal gucken. Erstmal hier zum Leuchtfeuer. Damit ich das einmal gemacht habe. So ein kurzer Weg eigentlich. Und so viel Strapazen dahin. It is a drum. So, hier würde mich noch ein NPC invadieren, wenn ich denn eine aktive Glut hätte. Ja, da oben ist noch ein Item. Das hole ich mir. Wenn wir den hier weg haben. Muss ich kurz gucken. War das hier? Ja. Ja, okay. Hätte ich mit einer Rolle rüber gemusst. Gut. Dann machen wir es halt normal. Was soll der Geiz? Ja, aber das Item hole ich mir. Ich glaube, es ist sowieso nichts Spektakuläres. Weil es ja auch nur so ein kleines Leuchten ist. So. Ja, weil sonst die wichtigen Items leuchten eine ganze Ecke größer. So. So viel dazu. Dann erledigen wir mal eben schnell den Segentypen. Nicht, dass der Segentyp hier mir gleich in die Quere kommt, wenn es ans Eingemachte geht. Hallo. So. Easy, der Typ. Ganz easy. Tropft nicht mal was, der Penner. Meine Güte. Gut. Dann machen wir einmal schnell den hier. Dann ist mein Glut wieder hergestellt. Dann muss ich hier, glaube ich, nochmal so ein bisschen laufen. Aha. Geht doch. Da ist er auch. Der kleine NPC. Ja, ist es denn wahr? Ein bisschen Ausdauer regenerieren.
Ja, halt nicht dein Schwert so komisch. Das kann ich auch. Siehst du? Oh nein. Er hat innere Kraft gebufft oder so. Hältst du das wohl für möglich hier? Dann heilt er sich. Der heilt sich zweimal, der Penner. Ach, ach ja, der Scheiß. Ach, nö. Double Hit. Ich heile mich auch mal, ne? Schön ist, wenn wir den NPC einmal down haben, dann kommt der nicht wieder. Ein bisschen konzentrieren muss ich mich ja dann doch schon. Weil es immer wieder ätzend, wenn wir hier so einen Freak haben. Wieso heilt es mich? Das ist mir neu. Weil ich die Glut habe? Ich meine, soll mir recht sein. Shit. Nein! Alter! Heckenpenner. So, komm her. So kann der Kampf natürlich auch noch lange gehen. Wenn ich parieren könnte. Also, klar, mein Charakter kann parieren, aber ich bin nicht skillvoll genug, um parieren zu können. Das ist so das Problem in der ganzen Geschichte. So, warte. Alter, wie viel Mana hat er denn bitteschön noch? Dass er das immer und immer wieder machen kann. Ich frag ja nur. Dürfte auch nicht mehr allzu viel sein. Nein, ich probiere es gar nicht erst mit parieren. Bin ich kein Freund von. Also klar, wenn ich es könnte, wäre ich ein Freund von, aber kann ich nicht. Kein Backstab, schade. Und jetzt habe ich kein Estus mehr. Seine Heilbubble ist auch weg. Das heißt, wenn er sich keine neue macht, ist halt schlecht. Ah, toll, eine Heilbubble. Bitte warten. Ah, shit, es war zu früh. Es war einfach mal zu früh. Ein ewiger Kampf. Alter, wie oft kann er das denn? Na gut, ich kann es auch, obwohl ich keine Mana habe. Aber es macht nicht mehr so viel, ne? Ja. Ist es denn mal? Ich krieg den noch irgendwann tot. Nur eine Frage der Zeit. Außer er pariert mich. Dann kann ich es auch nicht ändern. Na shit, Felsen. Shit, Alter, geh weg. Nein, so nicht. Alter.
Alter, jetzt ist mal gut. Du gehst mir sowas von auf den Zwirn. Ich hab doch damals auch nicht so lange gebraucht. Ich bin einmal bei ihm gestorben. Und das war's dann. Er hat auch nicht hier seine Heilbubble gecastet. Die total ätzend sein kann. Meinen, sie hilft mir in dem Fall durchaus. Aber gleichzeitig macht sie auch, dass sie mir nicht hilft. Weil wir beide Träger der Glut sind, sozusagen. So ein bisschen, vielleicht. Ja komm, jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Na komm. Wie viel Schaden denn noch? Bist doch schon fast tot. Weiß es nur noch nicht. Meine Güte. Boah, was ein Heckenpinner. Ey, ehrlich. So, aber wir kriegen eine Bande der Wirbelsäule. Ein Item für einen bestimmten Eid. Ja, ganz nett, beziehungsweise halt ein tolles Schwert gibt für Beweglichkeit. Was wir jetzt aber nicht haben. So, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, hier komme ich später raus. Ja, okay. Ja, gut, dann haben wir das soweit. Und dann geht es für uns... Wo geht es denn hin? Für uns geht es jetzt über die Brücke. Wenn ich mich nicht irre. Die Brücke, zu der wir uns auch einfach hin teleportieren können, mehr oder weniger, oder zumindest kurz vorher. Und dann geht es dann dort in der nächsten Folge dann weiter. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir dieses Leuchtfeuer für später haben. Wir reisen eine Reise in die Untotensiedlung. Und dort geht es dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Kommentieren und fürs Gedönseln. Und bis denne.